Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Let's Play New World auf dem Server Arctorus mit Polobob. So, in der letzten Folge haben wir den ersten Punkt erfüllt bei Ixias Aufträge, ja? Und jetzt holen wir uns den nächsten und vielleicht schaffen wir es in der Folge sogar die nächsten drei Punkte zu holen. Nicht nur einen. Ich hoffe, da sind jetzt nicht so schlimme Gebiete wie da, wo wir gerade eben waren. Ich hoffe, das war es jetzt schon mit dem Schlimmen. Naja. Mal gucken. Checken wir das mal aus. So, wollen wir hier gleich durch diese Gebiete? Falsche Taste. Hast den Autopiloten ausgeschaltet. Kommen wir hier da durch? Oder ist das Gebirge dahinter zu hoch? Ich hoffe natürlich nicht. Bisschen abkürzen, damit wir auf diesen Weg kommen. Das würde uns eventuell ein bisschen Zeit ersparen. Oder wir gehen... Nee, wir gehen hier nicht auf diesem Hauptweg. Wenn das alles voll geklustert ist mit diesen aggressiven Erdwesen. Hier sind alle Wege mit diesen Viechern geklustert. Das heißt, wir müssen da versuchen, über die Berghänge zu... Nee. Wir laufen auf den Wegen. Müssen uns nur vor den Bogenschützen hüten, dann. Gut. Plan steht. So. Nein, greif jemand anders an. Guck mal, hier sitzt einer. Greif den an. Das sind so viele, die euch... Ihr könnt euch alle gegenseitig... Oh, nee, den Bogenschützen können wir nicht ausweichen. Wir haben keine Ausdauer mehr. So, einmal kurz Autopilot an. Wir müssen da lang. Also rechts. Hier rechts. Ja, genau. Hier rechts ist richtig. So. Ja, werdet bloß alle schön sauer auf uns. Ja, macht das ruhig. Kennt's ja nicht anders. So, nehmen wir diese kleine Abkürzung nochmal mit. Und dann laufen wir da zu diesem Dreistein hin, ne? Diese Dreistein-Konstellation. Ja, wenig Bogenschützen. Das ist sehr schön. Ah, da ist schon wieder einer auf einer Erhöhung. Doof. Bin schön weit. Oh, nee, jetzt. Pest oder Cholera? Pest oder Cholera? Pest und Cholera nehmen wir. Wir nehmen gleich beide mit, ne? Ja, super. Aha. Haben wir aber trotzdem noch geschickt gelöst gekriegt. Ja, da willst du nicht drüber klettern, ne? Nein, natürlich nicht. Ja. Bitte. Du schaffst das. Ey, das werden immer mehr. Es werden immer mehr. So. Mal gucken, ob wir die hier irgendwie abgehangen kriegen. Müssen wir. Lauft weg, Jungs. Lauft vor uns weg. Ihr wollt gar nicht mit uns spielen. Ihr wollt bloß unseren Körper. Aha. Guck mal, einer läuft schon weg. Ja, super. Lauf weiter weg. So. Au. Cheater. Ich glaube, zwei von euch kriegen wir hin. Na dann. Gönnen wir uns eure Leichen. Gut. So, einer ist down. Der zweite kann ja nicht mehr so weit weg sein. Vom Tod. So. Gut. Das ging relativ schnell im Vergleich zu dem davor. Dann versuchen wir mal gleich den nächsten zu holen. Ich glaube aber, da werden wir entweder hier auf diesem Schleichweg dadurch... Ja, wir nehmen diesen Schleichweg.
Diesen Schleichweg, diese Kreuzung und dann links. 390 Meter in die Richtung. Was ist das für ein Stein? Kann man diesen Stein auch später abbauen? Bestimmt nicht, aber kann sich das doch einmal kurz angucken, ne? Nö, kann man natürlich nicht. Okay, sieht trotzdem lustig aus. Yay, wir springen runter. Springen wir runter? Ja, die Karte sagt, wir können hier bedenkenlos runterjumpen. Keine Sorge. Uns passiert nichts. Wir überleben jeden Sturz. Und heilen uns danach wieder hoch. Was sind das für Blümchen? Die kenne ich noch nicht. Also was? Was seid ihr für Blümchen? Ach, das ist einfach Kräuter, ja? Okay. Brauchen wir nicht. Wir holen uns lieber diesen Quest. Die Storyline geht weiter. Ich finde es halt nur ein bisschen doof, dass die Storyline so diesen Cap ständig mit sich bringt. Dass man dann immer erstmal, je nachdem, kurz oder lang farmen muss. Und da ich keine Lust habe, stumpf einfach nur diese Missionen da abzulaufen, weil die mir einfach zu blöd sind, bin ich einer von denen, die anfangen zu sammeln. So, wir laufen jetzt einfach. Ach, den setzen wir uns gleich dahin. Dann wissen wir schon gleich ungefähr, in welche Richtung. Der verfolgt uns nur. Der wird uns nicht kriegen. Level 58 ist trotzdem nicht schön. Wildschweine sind natürlich immer nicht schön, weil die schnell sind, die Viecher. Bei dem weiß ich es ehrlich gesagt. Oh, Level 62. Weiß ich trotzdem ehrlich gesagt nicht, ob wir dem entkommen können. Hat vier Beine. Könnte schneller sein als wir. Wenn es ein Krokodil ist, dann ist es schneller als wir. Wenn es ein Kätzchen ist, also wie ein Kätzchen, dann ist es langsamer als wir. Wenn wir einfach geradeaus weglaufen. Wir kommen nicht hinterher. So, nochmal kurz. Links oder rechts? Links ist... Einmal kurz ein Fragezeichen abholen. Ja. Bitte einmal Fragezeichen. Dankeschön. Und weiter geht's. Was haben wir hier? Ah, der Garten des Ursprungs. Cool. Das ist schön. Ach so, wir haben wahrscheinlich das letzte Kräutchen als erstes gefunden gehabt. Und jetzt sammeln wir nach und nach die kleineren... Aua! Kleineren Kräutchen ein. Was sind das für ein Speerwerfer, Alter? Ein paar... Wie viele Speere hatten der? Alunke. Wenn das ein Speerwerfer überhaupt war. Noch immer das für ein Druide... artiges Viech war. Irgendwann schnetzeln wir euch alle. Glaubt mal dran. Erstmal die Mission. Das ist immer wichtiger. Bisher sind wir auch gut durchgekommen. Außer, dass wir ein paar Mal auf die Schnauze gekriegt haben. Aber wir wären ja nicht so weit gekommen, wenn wir... Ne? Wenn wir es... ja... Wenn wir zu krass unterlevelt wären. So, dieses Zeugs nehme ich schon mit. So. Weil dieses Zeugs einfach grundsätzlich immer gebraucht wird. Und da ich das immer brauche, kann ich das bedenkenlos mitnehmen. Damit kann ich meine Taschen ruhig voll machen. Genauso wie mit Hanf. Und mit was noch? Nee, das war's. Der Rest ist eigentlich ja nur dann nötig, wenn man es wirklich braucht. So wie die Dinger kann man auch immer aufsammeln. Die wiegen nicht viel und verhältnismäßig geben sie viel, also sind sie viel wert auf den Märkten. Man muss halt immer abwarten, dass man das nicht immer zu so einem Spottpreis verkauft, weil gerade die guten Händler alle leer oder voll gemacht wurden. Aber es kommen halt immer wieder so schöne Angebote. Da kriegst du einen halben Taler pro Fragment. Einen halben Taler pro Fragment.
Und da sind dann, ja, Partikel, meine ich, pro Partikel. Das schmeckt dann, wenn man davon ein paar hundert Stück dann auf einmal loswerden kann. Deswegen, die horte ich dann auch gerne auf Lager. Das ist dann kein Problem. So, Nummer 2 haben wir auch. Dann schaffen wir es ja tatsächlich doch alle drei vielleicht. Also jetzt sehe ich nur den Weg nicht. Müssen wieder hier in den Sumpf zurück. Ich glaube nicht. Ich habe aber Angst, wenn ich jetzt hier hinlaufe, dass das ein Berg, der nach oben aufbaut, ist. Und nicht, dass wir da einfach nur entspannt runterhüpfen können. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe. Ja, wir können es versuchen. Ansonsten müssen wir uns wieder schnetzeln lassen. Von dort. Kein Weg ist. Ja, doch, von dort könnte man das dann doch schon ein bisschen besser machen. Das hier ein Teleport? Alter, ist das hier ein Teleport? Cool. Haben wir den jetzt freigeschaltet? Wie geil ist das denn? Also, wollen wir das machen? Können auch riskieren. Ne? Kostet uns der Sprung darüber 106. Ich glaube, wir riskieren das, da durchzulaufen. Bis dahin und dann rechts auf dem Weg bleiben. So. Ja, ich mache mal lieber kurze Strecken, weil sonst verlaufe ich mich gerne in neuen Gebieten. Hey, ist hier Eisen wieder respawned? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Weiß, ist nicht viel, aber auch Kleinvieh macht Mist und nach der Zeit kriegt man so auch ein paar tausend Eisenerz zusammen. Oder Eisenbarren. Ne? Die Dinger kann man dann auch verkaufen, wenn man zu viel davon hat. Die sind auch immer gut was wert, weil die halt auch grundsätzlich immer gebraucht werden. So, an dem Psycho-Erdviech laufen wir in einem schönen großen Bogen vorbei. Wir wollen den ja nicht pullen. Der läuft nämlich schneller als wir. Sind wir hier richtig? Ja, wir sind hier richtig. Aber. Oh Mann, ey. Blödes Erdviech. Ach, lasst uns doch am Leben. Hört doch auf, aggressiv auf uns zu sein. Alter Verwalter, ich sag doch, hör auf. Nein, nicht so. Komm. Ach ja, Gott sei Dank. Ey, guck mal. Wir können sogar Premiere zusammen haben. Oh, da ist ein Bogenheini. Oh, Scheiße. Wir müssen uns einmal kurz heilen. Das Gift ist echt böse. Aber wir können hier zusammen eine Premiere haben. Und zwar diese hier. Hartfasern habe ich extra noch nicht einmal abgebaut, weil ich das mit euch zusammen machen wollte, das erste Mal. Und wenn ich es danach noch brauchen sollte, dann mache ich es halt, kann ich es auch alleine abbauen. Aber jetzt das erste Mal machen wir es zusammen. Genauso wie tropische Bäume machen wir auch das erste Mal zusammen. Guck mich nicht an, sonst wirst du noch sauer auf mich. So. Ja. So viel müssen wir davon jetzt auch nicht mitnehmen. Das denke ich mal ganz stark. Laufen wir mal in die Richtung weiter. Oh. Nicht böse werden auf uns. Ja, wie ich es mir dachte, hier ist ein Berg nach oben. Aber wir sind noch nicht da, wo wir rüber müssten. Nee, das brauchen wir doch gar nicht. Ich brauche dich. Hätte ich gerade gebrauchen können. Na, kusch dich doch. Ja, dann lassen wir die Drahtfasern da mal weg. Die brauchen wir sowieso wahrscheinlich nicht. Also, wert ist es eh nichts. Ne? Also, wenn man das versucht zu verkaufen, kriegt man dafür 0,01 Taler. Und das lohnt sich einfach nicht. Ne, man kann es teurer einstellen, aber das kauft einem keiner ab. Weil es wird in so geringen Mengen benötigt, dass es ist einfach unnütz, so viel davon zu farmen. Oh, was ist das? Kann ich das abbauen? Ja, aber das sah schon fast so aus wie so ein frisches Hallöchen. Nein.
Nicht mit dem Commander, sage ich dir. Nicht mit dem Commander. So, können wir hier auf diesen Stein springen? Komm schon. Ey, komm rauf hier. Laufen vor euch allen weg. So. Es sieht fast so aus, als ob wir hier echt tatsächlich. Ach so, wir sind hier erst in das Gebiet reingekommen. Wir sind noch gar nicht da, wo wir eigentlich rüber wollten. Oder gehofft haben, dass man darüber kommt. Mal gucken, aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Steck mal die Waffe ein. Ist sowieso gerade keiner, der mit dir spielen möchte. Hier sind auch echt viele Drahtfasern. Also Recalcum-Spots, Drahtfaser-Spots hat man hier. Ordentliche. Irgendwo hat man hier bestimmt auch schöne Tropenholz-Spots. Ne? So. Ja, tatsächlich. Wir können hier einfach runterhopsen. Müssen wir natürlich noch gucken, wie kommen wir da hinten wieder rauf. Was ist jetzt am geschicktesten gelöst? So, gucken wir uns das mal hier an. Das ist ja irgendwie so ein Bergpass. Müssen wir da rüber und dann. Ah, scheiße, wo kommen wir da am ungeschicktesten da rauf? Müssen da rauf. Ich glaube, wir gehen hier rum und hoffen, dass wir da hochkommen. Hieronymo! Buh. Wenn man das zweimal macht, dann könnte man sterben. Nehmen wir mal eine Sussage. Bist du für Bogenheini? Nee, kein Bogenheini. Also kein Problem. Darauf müssen wir. Dann gehen wir hier mal rauf. Gucken wir mal, dass wir hier raufkommen. Das wird aber nicht. Das sehe ich schon so. Ja, mein Junge, keine Angst. Wir hängen dich schon irgendwie ab. Irgendwie können wir euch alle abhängen. Aber darauf kommen wir immer noch nicht, ne? Nee. Vielleicht darüber. Hier ist noch so eine schöne Kante. Dann kommt man hier hoch, ne? Man kommt hier hoch, genau, so wie ich es mir gedacht habe. Dann springt man hier rüber. Dann kommt man hier nicht mehr hoch, natürlich. Ja, immer eine Etage vor. Oh, fertig kommt man nicht weiter, aber vielleicht kommt man hier hoch. Das haben sie echt geschickt gelöst, dass man so eine kleine Abtrennung hat. Ja. Schade. Hätte ja klappen können. Aber wer nicht versucht, der findet auch keine Abkürzung. Wildschwein. Suchst du einen anderen Gegner? Ich möchte dir auch nicht unbedingt entkommen müssen. So. Können wir hier rüber rauf? Vielleicht. Bis hierhin sah es auch ganz gut aus. Können wir hier geradeaus hoch? Nee. Ein bisschen zu steil. Aber es ist wirklich nur noch ein Kuddenhaar von uns entfernt. Ein Jump'n'Run ist das jetzt. Ja, sind hier ein paar Stufen. Dann müssen wir vielleicht weiter drum herum laufen. Also irgendwo muss man da ja raufkommen. Irgendwie. Wir laufen jetzt so lange drum herum, bis wir einen Weg nach oben finden. Weil wir müssen genau hier auf diesen Berg. Und laut Karte gibt es da keinen Weg nach oben. Also müssen wir uns selber einsuchen. Da haben sie sich ganz bestimmt was bei gedacht. Und das nicht mit einem Cheat. So. Stimmt, der weit entfernteste Punkt von dem Punkt, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwo unterirdisch rein. Ja, dann laufen wir einfach mal weiter rum. Und suchen mal einen unterirdischen Eingang und dann kommen wir da bestimmt auch noch nach oben. Ne, ganz bestimmt. Also entweder so oder wir finden irgendwo eine natürliche Treppe. So. Ja. Tauchen geht ja nicht. Ja, das wissen wir alle. Was ist das?
Ein, was bist du? Dryadenwolf. Ja. Das brauchen wir eigentlich nicht. Gucken wir mal, was er für ein Holz mit sich bringt. Dieser kleine süße Dryadenwolf. Gut. Komm schon, du kleiner, süßer, putziger Dryadenwolf. Wir wollen dein Holz abbauen, genau. Was gibst du uns für deinen Körper? Windessenz des Lebens. Oh, Stufe 5 Essenz. Yeah. Müssen wir den Scheiß ja gar nicht craften. In der Tierfarm. Wenn die Viecher das ordentlich droppen. Na? Ist das unsere natürliche Treppe? Sieht fast so aus, ne? Ja, da ist die natürliche Treppe. Den Stein geschlagen. Ja, Hallöchen. Hey, sei doch nicht so aggressiv. Und nochmal so einen rein. Ja, ab und zu muss man auch einen schweren Schlag machen. Dann gibt es ja auch Schadensbonus. Eisstulpen in Grün. Das ist natürlich super. Das ist genau das, was wir brauchen. Komm her, Keule. Der kommt eh nicht her, ne? Der kommt nicht. Aber wenn der nicht kommt, dann kommen wir auch nicht. Wobei, es führt gar kein Weg an ihm vorbei, ne? Dann machen wir das einfach so. Oh, was bist du denn da? Ach, ein Dryadenwolf. Ich dachte schon, irgendwas Gefährliches. Hier ist schon wieder so viel Orichalkum. Also hier findet man diesen Stoff, ne? Im Überfluss. So. Scheiß auf dein Gift. Du machst uns, solange der Kreis aktiv ist, nichts. So, komm. Ein paar Hits noch. Hey, komm. Jetzt mach doch. So, letzter Schlag, ja. Weil dich bauen wir auch nochmal ab. Mal gucken. Gibt es da regelmäßig das Zeug oder war das jetzt nur wirklich Glück? Ne? Das Zeug gibt es bei den Mistviechern wirklich regelmäßig. Lebensmotte. Gut. Lebenspartikel. So. Königsloria-Blüte. Loria-Blüten-Dingsbums. Ich glaube, Quest ist erledigt. Wir müssen uns ganz unauffällig, würde ich jetzt mal behaupten, hinrichten lassen. Hallöchen, komm schon. Du. Und alleine dauert es mir mit dir zu lange. Also, los, Jungs, tut euch aus. Hey, warum sitzt du da eigentlich so faul rum? Komm dazu. Los. Abend. So. Ab mit uns in die Stadt, geht schneller. Verlieren wir keine Zeit. So. Was haben wir vergessen? Das haben wir tatsächlich vergessen. Mann, Mann, Mann. So, du. Und hast du auch noch ein Questchen für uns? So abgeben? Ja, dann nehmen wir gleich einen frischen an, ne? Nein. Wir wollen hier den neuen haben. Dankeschön. So, wir haben hier aber noch mehr als nur einen abzugeben. Gucken wir mal, ob du die Hauptmission bist. Du bist es nicht. Auch nur eine weitere Nebenmission. Gut. Na, wo ist dann die Hauptmission? Ach, ihr seid da oben auf dem Berg, ne? Einmal rüberreisen oder erstmal einmal kurz ein bisschen Inventar ausmisten, würde ich fast sagen.
Gibt's hier auch einen Händler? Kaufen allgemein. Irgendwas? Kann man hier irgendwas verkaufen? Hm. Nö. Alle Gegenstände. Also hier kann man nur Holz verkaufen. 5000 Stück. Und das war's. Mehr ist hier nicht loszuwerden. So. Dich zerlegen wir. Können wir dich gebrauchen? Leichte Rüstung wahrscheinlich. Ja. Leider ist das leicht. Und Stärke und Intelligenz anstatt Stärke und Konzentration. Dann wäre es für uns brauchbar. Eine Muskete. Stärke und Intelligenz. Das ist ja für Muskete ist beides nichts drin, ne? Na gut. Was machen wir da bloß? Wenn wir da einmal schnell hinspringen, dann können wir den Quest nochmal abgeben. Haben das wenigstens nochmal in der Session erledigt. Cool. Vielleicht kriegen wir auch ein Level up mit dieser Mission. Vielleicht auch. Also eher unwahrscheinlich, aber versuchen wir es. So. Ja, so nach und nach die ganzen Hauptquests zu machen, ja. Man sollte vielleicht wirklich so bis Level 50 durch andere Wege questen und dann kann man die Hauptquests so alle auf einem Stück machen und wird dann dadurch Level 60. Irgendwie so wird das bestimmt funktionieren. Also zu früh mit den Hauptquests sollte man nicht anfangen. Weil sonst muss man ständig für die nächste Mission immer wieder nachgrinden, nachleveln. Das zieht sich dann so hin und man vergisst schon wieder die Story. Das ist halt so das Ärgerliche. Ixia. Wasser besiegt Magma mit seinem eigenen Tod. Du willst den Tod gegen sich selbst richten und eine Waffe erschaffen, die weder Leben noch Tod standhält. Ja. Ich habe die Sporen. Wir hoffen, dass du weißt, was du tust. Ja, ich auch. Ja, 1,5 Balken hat das gebracht. Das ein ist, ja. Element fehlt noch, um das Rezept zu vollenden, damit es die Verderbnisflotte in verfaulte Sporen verwandeln kann. Hm? Die Saat der Dryaden. Wo finde ich die Samen? Die Dryade wartet dort, wo Menschen einst den geduldigen Wächter der schweigsamen Sonnenfleckenhöhlen bauten. Ein Ort, den nur noch der Wind Iridanus kennt. Muss ich die Dryaden töten? Alle Wesen der Erde wissen um die geborgten Samen. Wir können ihm nicht befehlen, nicht zu kämpfen. Mhm. Den Dryaden ist das Wirken von Leben und Tod nicht fremd. Ich hole diese Samen, koste es, was es wolle. Sobald du die Schwermut überwunden hast. Mhm. Wir werden dann den Untergang der Verderbnis besiegeln. Alles klar, ist wie ich's mir dachte. Ne? Also jetzt geht's von Level zu Level eine Hauptmission nach der anderen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für heute und danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.